Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Udo Hemmelgarn, ich bin 57 Jahre alt, seit 36 Jahren mit der gleichen Frau zusammen, seit 28 Jahren mit ihr verheiratet. Wir haben eine Tochter, zwei Enkelkinder. Von Beruf bin ich Grundstücksentwickler und Bauträger, seit 36 Jahren selbstständiger Kaufmann. Ein kleiner Überblick über meine bisherigen Tätigkeiten. Können Sie ja da entnehmen. Ich möchte das nicht extra vortragen, weil mir sonst zu wenig Zeit bleibt. Liebe Freunde, Deutschland befindet sich derzeit in schwerem politischem Fahrwasser. Und die einzige Partei, die das mittelfristig wirklich ändern kann, ist unsere Partei, die Alternative für Deutschland. Das setzt jedoch zwingend Geschlossenheit voraus. Und diese gilt es in den nächsten Wochen im Hinblick auf die anstehenden Wahlen bei allen Mitgliedern einzufordern. Nur so werden wir erfolgreich sein. Nur zusammen sind wir wirklich eine Alternative für Deutschland. Gemeinsam können wir das. Warum befinden wir uns in schwerem politischen Fahrwasser? Dazu vier Punkte. Die EU, die frühere europäische Wirtschaftsgemeinschaft, förderte Wirtschaft und Wohlstand durch Freizügigkeit von Kapital, Waren und Dienstleistungen, Arbeitnehmern und Selbstständigen. Sie ist mittlerweile zu einer unendlichen Wucherung ausgeufert. Das jetzige Monster in Brüssel meint, jeden Bereich unserer Staaten reglementieren, regulieren und dominieren zu müssen. Schluss damit. Rückführung der EU auf ihre Kernbereiche. Schluss mit dem von Bürokraten ersonnenen Einheitsbrei. Schluss mit der steuerlichen Ungleichbehandlung, wo Großkonzerne ihre Steuerlast gen Null fahren können. Wir lassen uns nicht länger brüsseln. Wir sind die Alternative für Deutschland. Wir ändern das. Zweitens der Euro. Das zentrale Problem des Euro besteht darin, dass kein Staat der Eurozone in der Lage ist, den Wert seiner Währung auch seiner jeweils schwankenden Wirtschaftskraft anzupassen. Ausgleichszahlungen der verschiedensten Art haben dazu geführt, dass wir zu einer realen Transferunion verkommen sind. Nicht die Einführung des Euro, die Abschaffung der D-Mark war der Fehler. Wir müssen das Forum des Bundestages nutzen und unermüdlich fordern, keine Haftung für die Wirtschaftsweise anderer Euro-Staaten. Schluss mit der Hunderte von Milliarden verschleudernden Politik der Euro- und Bankenrettung. Schluss mit der völlig aus den Fugen geratenen Targetsalden von derzeit mehr als 800 Milliarden Euro. Die Gesamtrisiken dieser Politik betragen schon jetzt mehr als 1,5 Billionen Euro. Wir sind die Alternative für Deutschland. Wir ändern das. Drittens. Die Flüchtlingspolitik. Das Kapitel 5 unseres NRW-Wahlprogramms, maßgeblich entwickelt von meinem Freund Friedhelm Tropberger zum Thema Zuwanderung und Asyl, ist für mich die klarste Alternative zu derzeitigen Flüchtlingspolitik. Grenzen sichern gegen den millionenfachen Zustrom, Hilfe vor Ort, um humanitäre Hilfe leisten zu können, sofortige Absenkung der finanziellen Anreize für Asylbewerber, sofortige Abschiebung von Wirtschaftsflüchtlingen. Nur so bewahren wir unsere Identität. Wir wollen nicht die zeitlich begrenzte Hilfe für leidende Menschen stoppen, sondern unser Land erhalten. Schluss mit dem Integrationswahn. Schluss mit der Barmherzigkeitshysterie. Schluss mit dem kaum überschaubaren Familiennachzug. Asyl ist und bleibt Schutz und Hilfe auf Zeit. Genau wie in Australien muss es gelten, du wirst Deutschland nicht zu deiner Heimat machen. Unsere Obergrenze für die kommenden Jahre lautet minus 250.000 pro Jahr. Viertens, der Islam. Er dringt massiv nach Europa vor. Ein ehemaliger Bundespräsident sprach sogar die düstere Prophezeiung aus, er gehöre bereits zu Deutschland. Grüne und Gleichgefärbte nennen das eine Bereicherung. Sicher können wir von fremden Kulturen lernen, aber nicht von allen. Wir wissen inzwischen, was es in den muslimischen Ländern für Gebräuche gibt. Tiere schächten, Knaben beschneiden, Genitalverstümmelung bei Frauen, Amputationen und Auspeitschung schon mal bei geringen Straftaten, Steinigungen, sogar Todesstrafen, Rituale aus der Bronzezeit. Und das soll eine Bereicherung sein? Das widerspricht zutiefst unseren Gesetzen und unserer kulturellen Identität.
Das darf sich nicht weiter ausbreiten. Das müssen wir stoppen. Wo bleibt nur der Aufschrei der Linken und Grünen, der Sozialdemokraten, der Kirchen, der Feministen, der Gutmenschen und Tierschützer? Warum kämpft ihr nicht dafür, dass die hier Zuwandernden heimatnahen Ländern mit gleicher Sprache, Kultur und Religion untergebracht werden, zum Beispiel in den reichen Golfstaaten? Wir sind die Alternative für Deutschland. Wir ändern das. Soweit die hervorstechendsten Fehlentwicklungen der alternativlosen Politik der letzten Jahre. Nun, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe muss es sein, möglichst viele Mandate für den nächsten Deutschen Bundestag zu erringen, diese enormen Fehlentwicklungen anzuprangern und Alternativen aufzuzeigen. Ein Hauptangriffspunkt im Wahlkampf sollte für unsere Partei die SPD sein. Mit ihrem dekadenten Spitzenkandidaten Martin Schulz. Die konservativen Parteien erstarken, der Brexit ist beschlossene Sache, da verlässt Martin Schulz die EU. Er erinnert mich stark an den Kapitän des gesunkenen Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia, Francesco Cettino. Der Kapitän verlässt neuerdings zuerst das sinkende Schiff. Ein mehrfacher Millionär, der Wasser predigt, Wein säuft, der jetzt erkannt hat, dass Deutschland ein ungerechtes Land ist. Wir sind die Alternative für Deutschland. Wir verhindern ihn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen. Danke. Vielen Dank. Dann haben wir die Möglichkeit für bis zu 5 Fragen. Frage Nummer 1, bitteschön. Tiletschke, Bielefeld. Udo, du sprachst von, dein Ziel sei minus 250.000. Kannst du das mal konkretisieren? Ja, also Grenzen sichern, die Verfahren ganz schnell beschleunigen und schnelle Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Darüber hinaus, wir haben so viel Geduldete, da wird es langsam Zeit, dass schnell eben abgeschoben wird. Dann Frage Nummer 2. Ja, Udo, wo siehst du deine Stärke für den Bundestag und wo würdest du gerne in den Fachausschüssen dich einbringen? Welchen Fachausschüssen? Also ich würde gerne in die Fachausschüsse Umweltschutz, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und zweitens Verkehr und digitale Infrastruktur. Das sind Themen, die mich auch im Beruf beschäftigen. Das wäre schon passend. Dankeschön. Dann haben wir Frage Nummer 3. Ja, nochmal konkret. Obergrenze minus 250.000. Das heißt, mindestens 250.000 abschieben pro Jahr. Das ist 10-mal so viel wie bisher. Und wir kriegen jetzt schon kaum die Flugzeuge voll mit 10 Leuten. Wie wollen Sie es schaffen? Wie gesagt, wir haben, also vielleicht haben wir im Moment die Rahmenbedingungen noch nicht. Dann müssen wir sie schaffen. Dann haben wir Frage Nummer 4. Immer noch Peter Streichern, immer Bonn, Herr Hemmelgarn. Sie haben den Buchhändler aus Würselen erwähnt. Könnten Sie sich vorstellen, folgenden Slogan für den Wahlkampf zu eigen machen? Ein Bundeskanzler mit Glatze, Bart und Brille ist nicht des Volkes Wille. Danke. Finde ich gut. Unterstütze ich. So, eine Frage wäre noch offen. Sie dürfen reimen, Sie müssen nicht. Ich sehe keine weiteren. 196 Stimmen. Davon waren ungültig 0. Enthalten haben sich 2. Gegen alle sind 28. Von den 296 ziehen wir die 2 Enthaltungen ab, sind bei 294, teilen das durch 2 Runden auf und wissen dann, das Quorum liegt bei 148 Stimmen. Frau Sonja Schark hat erreicht 96 Stimmen, Herr Udo Hemmelgarn hat erreicht 170 Stimmen. Dann stelle ich fest, dass Herr Hemmelgarn die notwendige einfache Mehrheit erreicht hat und frage ihn auch, ob er die Wahl annimmt, Herr Hemmelgarn. Herr Hemmelgarn, nehmen Sie die Wahl an.
Mikrofon vielleicht. Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für Ihr Vertrauen. Dankeschön.